Wenn es in den Süden geht, denkt man an alles andere als an die kleinen Katastrophen. Wer aber mit dem Auto in den Urlaub fährt, kann ganz schnell Probleme bekommen, die wohl niemand in der schönsten Zeit des Jahres brauchen kann. Pro Jahr registrieren die 15 Auslandsnotrufstationen des ADAC rund 600.000 Hilferufe aller Art von deutschen Urlaubern. Dass das Auto im Ausland streikt, ist keine Seltenheit. Dann sind viele Menschen schlicht und ergreifend überfordert. Wie erreicht man in Spanien oder Italien eine Werkstatt, die eine Panne kompetent und schnell beseitigt? Nicht nur die unbekannte Umgebung ist ein echtes Problem. Meistens reichen die Sprachkenntnisse nicht aus, um die technischen Probleme zu beschreiben. Schutz davor bietet beispielsweise die ADAC Plus Mitgliedschaft. Der Deutsche Autoclub hat Partnerstationen in Europa und sogar den USA. Dort gibt es überall deutschsprachige Experten, die mit den örtlichen Eigenarten und Gegebenheiten bestens vertraut sind. Im Fall einer Panne oder eines Unfalls wird schnelle Hilfe organisiert. Wenn nötig, bringt ein Abschleppwagen das Auto in die nächste Werkstatt. Und wenn diese nicht an die nötigen Ersatzteile kommen sollte, dann organisiert der ADAC sogar, dass diese von Deutschland aus in den entferntesten Urlaubsort kommen. Lässt sich das kaputte Auto im Ausland beim besten Willen nicht reparieren, kümmern sich die Experten um den Rücktransport nach Deutschland. Und das passiert öfter, als man denkt, rund 100.000 Mal pro Jahr. Aber auch in anderen Fällen bietet der ADAC zuverlässige Hilfe im Ausland. Das sind unter anderem der Medikamenten-, der Dolmetscher-, aber auch der Heimholservice für Kinder und Fahrer. Die sogenannte Plus-Mitgliedschaft deckt selbstverständlich auch die Pannenhilfe daheim in Deutschland ab und kostet pro Jahr weniger als eine Tankfüllung. Ja, guten Tag. Wir haben eine Panne. Wir befinden uns hier auf der Autobahn.